Ja, Servus und Hallo, hier ist mal wieder Jamaika. Heute geht es um ein sehr wichtiges Zubehörteil, nämlich den Flusifix. FSX und Flusifix. Der Flusifix hilft euch bei sämtlichen Einstellungen, Wiederherstellungen, Performance und vielem, vielem mehr. Dazu zeige ich euch erst einmal, wie ihr an den Flusifix kommt. Ihr startet einfach euren Browser und sucht nach Flusifix und dabei landet ihr auf Wollis Homepage. Ich habe diesen schon gespeichert bei mir. Ruf sie auf die Seite. So, hier seid ihr auf Wollis Homepage und hier gibt es den Flusifix für FS9 und für den FSX. Hier könnt ihr ihn downloaden und installieren. Er ist kostenfrei, braucht euch nicht anmelden. Im Übrigen gibt es auf dieser Homepage noch einige super Programme und Links. Darauf kommen wir aber irgendwann später mal wieder zurück. Ich starte jetzt den Flusifix. Wichtig beim Flusifix, bitte immer als Administrator unter Windows bzw. als Administrator starten. Ich habe ihn als Administrator schon unter Eigenschaften so eingestellt. So, jetzt sind wir im Programmfenster von Flusifix. Ihr solltet euch die Beschreibung genau durchlesen. Lesen macht schlau oder klug, wie man so schön sagt. Zu den Hauptfunktionen ganz kurz erläutert und erklärt. Hier könnt ihr jederzeit eure FSX-CFG, wenn der Susi mal ordentlich läuft, immer wieder erneuern oder wiederherstellen, falls ihr irgendwann euch mal irgendwas vergeigt habt oder wie auch immer. Denn der Flusi speichert prinzipiell alle Einstellungen beim FSX. Ihr seht hier schon, ihr habt hier unendliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich ziehe hier nur ein paar Mal raus. Wichtig hier, Performance, das heißt Leistungssteigerung. Gehen wir mal drauf. Bitte lesen, Standardzustand herstellen bzw. Einstellungen vornehmen. Hier könnt ihr euren Flusi wirklich auf Vordermann bringen. Zum Beispiel Performance 2, hier die Gebäudedarstellung, Bäumedarstellungen. Die kann man etwas reduzieren. Ich brauche keinen so einen dichten Wald, aber ich fliege damit viel flüssiger. Performance 3, Standardzustellung bzw. Texturen etwas rausnehmen. Und so geht es hier halt durch. Einfach lesen. Es ist toll beschrieben in Deutsch, gibt es gar kein Problem. So, Startbildschirmeinstellungen, Statusmeldungen, Flugtipps, Luftfahrzeugbeschriftungen könnt ihr hier vornehmen. Und vieles, vieles mehr. Ich gehe jetzt mal eigentlich für mich in die wichtigsten Funktionen für den Flusi. Und zwar den CFG-Editor. Dort kann ich zum Beispiel das Panel CFG von irgendeinem Flieger, nehmen wir mal den A380. So, und wenn ich mich hier schon etwas auskenne und mich mit dieser Beschreibung schon etwas beschäftigt habe, kann ich hier alle möglichen Einstellungen verändern, natürlich mit Vorsicht bitte, weil Sie schreiben praktisch direkt im Flieger. Sie können die Türen zuweisen, die Öffnungen. Sie können einen neuen Flieger integrieren, ein neues Panel austauschen. Sie können eine neue Textur integrieren. Das heißt also, wenn Sie einen Standard A321 haben, zum Beispiel Texturen integrieren von Eurowings oder Aberlin oder weltweit. Dazu kommen wir in einem späteren Teil noch einmal zurück.
Das nächste ist auch hier die Aircraft und die SIM-CFG. Wiederum die Fliege, wo ich installiert habe, wo hier sind, kann ich alle aufrufen und kann sagen, nehmen wir den Airbus A321, hier seht ihr das dann, der listet das auf. Und ihr könnt hier direkt in die CFG schreiben, ohne weiteres Programm oder eine Paneeländerung durchführen. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten für den Flusi. Also mein Tipp heute, FSX und Flusi, das ist ein Muss für alle, die wirklich sich mit dem FSX etwas beschäftigen wollen. Schließen kann ich den Fusing ganz einfach hier, und dann habe ich drei Auswahlmöglichkeiten. Nur das Programm beenden und FSX starten oder abbrechen, weil ich noch etwas erledigen will. Nun, ich denke, das war's. Soweit für heute, für den FSX und meinen ersten wichtigen Tipp, FlusiFix, ein Programm, das jeder haben sollte, sage ich mal so, wenn nicht muss. Also, ciao und Servus, bis zum nächsten Mal.